Bundespolizisten bewachen den Grenzübergang an der Autobahn zwischen Österreich und Deutschland. Seit den Pariser Terroranschlägen ist das hier üblich. Nur hin und wieder werden Pässe der Durchreisenden kontrolliert. Das liegt ganz im Ermessen der Bundespolizisten. Die Beamten sind auf der Suche nach illegal Einreisenden und Schleusern. So soll Sicherheit geschaffen werden. Das heißt, wir ziehen Fahrzeuge raus wie Transporter, Kombis, Wohnmobile. Das sind im Grunde die Fahrzeuge, wo wir vermuten, dass hier eventuell geschleuste Personen sich darauf befinden. Der Kontrollpunkt ist ein Nadelöhr, wo alle durch müssen. Die Autobahn ist eine wichtige Verkehrsachse zwischen Ost- und Westeuropa. Besonders betroffen sind die vielen Laster auf der Strecke. Oft kommt es zu langen Staus. Der Stop-and-Go-Verkehr kostet Zeit. Die Lkw-Fahrer können deshalb oft ihre gesetzlich vorgeschriebenen Lenkzeiten nicht einhalten. Ich bin gefahren, dann kam dieser Grenzstau. Ich konnte meine Pause deshalb nicht einhalten. Jetzt habe ich bereits die Vorschriften missachtet. Jetzt stehen wir hier im 10, 15 Kilometer langen Stau. Das schadet unserer Arbeit. Wir verlieren Aufträge und am Ende verlieren wir Geld. Zu den Verlierern gehören auch viele bayerische Einkaufsorte in Grenznähe. Die kaufkräftigen österreichischen Kunden wollen nicht im Grenzstau stehen und bleiben lieber zu Hause. In der Einkaufsstraße in Freilassing sind die Umsätze deshalb um bis zu 70% zurückgegangen. Viele Kleinunternehmer und Mittelständler, die Kundschaft in Österreich haben, fürchten um ihre Existenz. Diese Grenzkontrollen, die hier jetzt dann zwischen Österreich und Deutschland vonstatten gehen, schaden der heimischen Wirtschaft von beiden Staaten in ganz erheblichem Maße. Und das werden auch verschiedene Firmen so in der Form nicht durchhalten können. Gehen die Grenzkontrollen noch lange so weiter, fürchten viele, dass sich die bislang durchlässigen Grenzregionen wieder auseinander bewegen. Und je länger die Grenzstaus werden innerhalb der Europäischen Union, desto teurer werden auch die Transporte.